ist schon nicht so einfach, wenn man 5 Jahre tagtäglich hier auf dem Platz steht. Das Wohnzimmer von mir mittlerweile hier. Ich habe hier sehr gute Erinnerungen, ganz tolle Menschen kennengelernt. Von daher ist dieser Abschied schon schwieriger. Aber ich gehe in Wirklichkeit gar nicht. Ein Teil meines Herzens wird auch immer hier bleiben. Ja, die Atmosphäre, die familiäre Atmosphäre, es ist unheimlich eng alles, dass die Leute aufeinander zugehen können, ohne ich sag mal so, ist sehr, sehr ehrlich, das würde ich schon sagen. Ja, wir hatten ja schon viele tolle Geschichten, jetzt gerade vor 2 Wochen gegen Cottbus nochmal gewonnen, das war ja auch nochmal für den Verein, für die Region ein tolles Ergebnis. Aber ich glaube, so das schönste Highlight ist mit dem Spiel im Pokalfinale, die Qualifikation zum DFB-Pokal gegen Luckenwalde. Das war, glaube ich, so das Schönste. Ja, man hat im Finale, im Derby, ganz souverän gewonnen und hat sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Das war, glaube ich, so das Schönste. Okay. Ja, eigentlich tut ja jede Niederlage ein wenig weh. Ne? Man muss damit umgehen können. Aber so, wenn du mich jetzt fragst, welche Niederlage hat am meisten wehgetan, dann würde ich vielleicht so sagen, vor dem ersten Jahr gegen Meuselwitz im letzten Spiel. Das war so diese Niederlage, die einen schon unheimlich runtergezogen hat. Aber ich glaube, man muss unheimlich, wenn man den Beruf des Trainers macht, unheimlich schnell einige Sachen begreifen und schnell umswitchen können. Und ich glaube, dass es in den Jahren immer besser geworden ist. Und von daher habe ich das sehr gut verdrängt auch. Ich muss ganz klar sagen, Philipp Makotsch, der mit Abstand der Stärkste von allen. Nicht nur aufgrund seiner Willensstärke, der Mentalität, der Physis, aber auch der Menschlichkeit im Zusammenhalt mit im Team. Und ich glaube, das hat sich dann kurz darauf auch nochmal bewiesen, warum man dann in der ersten Liga spielen kann. Innerhalb von 6 Monaten von der Regionalliga in die Bundesliga. Natürlich gab es auch Oliver Kragel, der unheimlich gut sich hier entwickelt hat und dennoch über die Serie A gute Sachen gemacht hat. Ich glaube, im Guten und Ganzen habe ich schon dazu beigetragen, dass viele sich hier gut entwickeln konnten. Und ich glaube, wenn auf die Frage, wer war der Beste von allen, ich würde sagen, Charakter hat Talent geschlagen und von daher war Sylo für mich mit Abstand der Stärkste von allen. Ach, ich glaube, jeder sollte niemand kopieren lassen und wollen. Ne? Jeder muss so seinen eigenen Spielstil entwickeln. Und ich glaube, es gab sehr viele gute Trainer, gegen die man sehr gern gespielt hat. Ob es Ante Čović ist, Pile Wollitz ist, Thomas Bedaric ist. Das ist alles so sehr gute Trainer, die auch eine gute Spielphilosophie hatten. Aber was umso schöner ist, dass die alle uns im Nachhinein respektiert haben und auch unheimlich viel ich sag mal nicht Angst, aber dennoch gemerkt haben, wenn man gegen Babelsberg spielen muss, dass die 100% nicht ausreichen und demzufolge waren diese Spiele auch immer enorm, ich sag mal, brisant. Das hat man ja hier im Spiel gegen Cottbus gesehen, da hat sich nichts geändert und ich glaube, die Botschaft ist zwar angekommen, aber keiner hat das verinnerlicht. Von daher gucke ich nicht mehr zurück, das sind Sachen, die werden immer wieder auftauchen, leider Gottes, und ich habe versucht, in der goldenen Generation, in der wir leben, ja, füreinander da sein sollten, Werte aufrechterhalten sollten, dass wir ein gutes Miteinander haben sollten. Und das habe ich versucht klar zu benennen. Und ich sehe immer wieder, dass gewisse Leute davon nicht gelernt haben. Und von daher kann ich die nicht beeinflussen. Ich kann nur versuchen, in meinem Umfeld dafür zu sorgen, dass man respektvoll und anständig miteinander umgeht. Von daher gucke ich da gar nicht mehr zurück, was damals passiert ist, sondern es ging wirklich nur um ein respektvolles Miteinander. Mhm. Na, zuallererst haben wir schon die Messlatte ein bisschen hochgeschraubt. Ne? Ich glaube und wünsche mir das auch, dass das in der Zukunft weiter aufrechterhalten wird, dass wir weiterhin attraktiven Fußball spielen, dass die Leute, die herkommen, auch für das Geld, was sie bezahlen, was geboten bekommen. Wir haben eine gute Platzierung in den letzten Jahren erreicht und ich glaube, und wir wünschen mir das für den Verein, dass da ein Stück weit noch ein Stück sich verbessern können. Wird sehen sein, ob das möglich ist, aber ich wünsche dem Verein das Bestmögliche und ich habe immer gesagt, ich wünsche dem Verein eigentlich die dritte Liga. Das muss das Ziel sein und
Wie schnell es kommt, kann ich nicht beurteilen, aber bezogen auf die nächste Saison wünsche ich allen den Tiger und vor allem der Mannschaft, die ja eine junge Mannschaft ist, alles Gute und vor allem viel Glück und Erfolg. Okay. Ja, es gibt schon ein paar Ideen, klar, aber ich glaube, man sollte diese Sachen immer beim Namen nennen können und das kann ich im Moment noch nicht und von daher ist es für mich sehr wichtig, dass ich erstmal nach Hause gehe, abschalte, im Garten sitze, mit den Kindern mich beschäftige und was für die Familie tun kann, um mit der nächsten Aufgabe dann Vollgas geben zu können. Okay. Ich wünsche natürlich Babelsberg 03 alles Gute, aber meine Worte gehen in erster Linie an meinen Trainerkollegen, den ich unfassbar schätze und mir ist ja, ihn auf seinem Weg dort alles erdenklich Gute wünsche. Es ist immer angenehm, ihn an der Seite zu sehen und ich hoffe, dass du eine Herausforderung findest und dass dein sportlicher Weg genau dich so begleiten wird, wie du es hier getan hast und so erfolgreich wirst, so wie du es hier warst, weil für mich warst du ja Gesicht von Babelsberg in den letzten Jahren und so brutal gute Arbeit geleistet, nicht so gerne hier gefahren. Heute ausnahmsweise hast du uns was gegönnt, aber ansonsten nicht viel zu holen gehabt. Alles Gute, Jim, von mir. Ich gebe ehrlich zu, es weiß ja jeder, dass ich ja zum Jim ein gutes Verhältnis habe, dass ich ihn sehr, sehr schätze, nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch. Und von daher für ihn freue ich mich, weil das ein super Kollege, super Typ, hat hier fantastische Arbeit geleistet, versucht immer Spieler zu entwickeln, Mannschaft zu entwickeln, immer was zu kreieren. Wünsche ihm auf diesem Wege nur das Beste, Quäntchen, was er verdient hat und wünsche mir, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und dass er weiterhin so ein feiner Mensch bleibt, wie er bisher war. Vielen, vielen Dank. Zum Spiel, wir hatten Babelsberg natürlich beobachtet mehrmals, habe gesehen, dass sie versuchen Fußball zu spielen, nicht nur versuchen, sondern das auch tun und taktisch variabel sind und sehr mutig spielt gegen uns. Schwieriges Spiel, auch wo wir 2-0 geführt hatten, hat Babelsberg immer weiter konstruktiv gespielt, mit viel Wucht und Aggressivität, aber auch mit spielerischer Qualität und war ein schwieriges Spiel, dann mit dem 3-0 war es dann entschieden, aber bis dahin Kompliment an meinen Trainerkollege und an die Mannschaft von Babelsberg. Ich fand, sie habe ein sehr konstruktives und gutes Fußballspiel gemacht. Dankeschön.